Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Ein bisschen verspätet, wir bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Wir haben Mittwochnacht und das ist ja wie immer eine freie und offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch hier bei uns 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Roswitha und Roswitha ist 58 Jahre alt. Hallo Roswitha. Hallo Domian. Roswitha, weswegen hast du mich angerufen? Also meine 24-jährige Tochter hat sich letzten Montag erhängt. Mhm. Und sie war in der Klinik und zwar wegen einer schweren Borderline-Störung. Mhm. Und warum ich dich anrufe, ist im Grunde genommen auch meine Wut, die ich auf sie habe. Dass die Tochter das getan hat und quasi dir angetan hat? Ja, ich war am Tag vorher noch bei ihr und hat sie sich in der Klinik erhängt? Ja. In der Klinik? Ja. Wie, im Krankenzimmer? Nein, im Treppenhaus. Wie geht das? Wo kriegt man in der Klinik ein Seil? Es war ja keine geschlossene Klinik. Es war also eine Klinik, in der Krisenprävention ja gemacht wird. Und das heißt natürlich, dass da schon Leute sind. Aber die wurden immer nur alle 2 Stunden kontrolliert. Ja, aber dennoch, woher hat sie das Seil? Oder? Nein, das geht ja mit dem Bettlaken. Mit dem Handtuch. Und eine Freundin von ihr hatte das schon ein paar Monate vorher genauso gemacht. Ich weiß nicht, ob am selben Ort, aber in derselben Klinik. Und die hat sich da auch das Leben genommen? Ja. Ja. Hm. Wie lange war deine Tochter, du sagst, sie war 24 Jahre alt, wie lange war sie schon erkrankt? 11 Jahre. 11 Jahre. Ja. Das heißt, da ist eine lange Krankengeschichte, ja, die ihr beide gemeinsam durchgemacht habt. Ja. Hm. Was macht deine Wut aus? Im Grunde genommen habe ich hinterher festgestellt, dass ich alles verschlucken musste seit 11 Jahren, was ich ihr gerne gesagt hätte. Also auch zum Beispiel, tu das nicht, mach das nicht und denk an mich oder was auch immer. Und immer war so eine gewisse Feigheit, habe ich das Gefühl, bei ihr, weil sie nicht ins Leben wollte. Und ich habe das nie verstanden. Mhm. Ich habe nie so richtig verstanden, habe aber auch deswegen ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich das nie verstanden habe. Und war auch verunsichert. Das hat sich aber im Laufe der Jahre irgendwie verändert. Und ich habe dann Tagebücher geschrieben. Und naja, als die Todesnachricht kam, habe ich dann gemerkt, ich muss die mal wieder durchgehen. Und habe festgestellt, dass ich schon 11 Jahre wirklich um ihr Leben ringe. Und und sie nicht eine Anstalt gemacht hat, also da mitzumachen. Du hast den Eindruck, dass sie sich... Nee, dass sie dich hat hängen lassen. Naja, gut, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. So, das ist ja von Tag zu Tag, nachdem diese Todesnachricht kam. Mhm. Da war erstmal Fassungslosigkeit, dann war, ich glaube, am dritten Tag, ich weiß es gar nicht mehr, dann kam diese Wut und ich habe ihr einen langen Brief geschrieben, wo ich auch ihren Egoismus ihr vorgeworfen habe und ihre überhaupt nicht denken an andere und also das war dann und jetzt tritt schon wieder sowas ein wie Trauer und trotzdem Wut. Ich bin immer noch wütend. Mhm. Ist das ich hätte auch nichts hinterlassen. Und ist das letzten Montag passiert, sagst du? Ja. Mhm. Sie hat nichts hinterlassen? Nein. Mhm. Was meinst du so im Nachhinein? Was wäre das für dich Wichtigste gewesen, was du ihr hättest sagen müssen oder sollen? Nee, das hatte ich nicht. Das hattest du überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe wirklich alles gesagt. Mhm. Aber ich kann ja auch gar nicht mehr, ich weiß nicht, sie ist borderline krank. Also das ist eine seelische, psychische Erkrankung. Genau. Vorher war sie, also es fing an mit Anorexie, also es wurde Bulimie und dann zur Borderline-Störung. Also schwere Essgestört. Ja, das Mädel. Genau. Mhm.
Sie war dann ja quasi ein Kind noch, als es angefangen hat mit ihrer Erkrankung. Gibt es in all der Wut auch Vorwürfe, die du dir machst? Ja, jetzt? Natürlich. Die hat sich ganzen Jahre gegeben. Also ist da eine Ehe, die auseinanderging, als sie noch ganz klein war und das Übliche. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, das machen viele, viele Kinder durch. Ich habe auch irgendwann akzeptiert, dass sie sterben will, das auch noch. Das heißt, sie hat davon gesprochen? Ja, in den letzten Jahren hat sie es offen getan. Sonst wollte sie ja die Eltern schonen. Das ist ja auch... Gab es denn schon mal früher Versuche ihrerseits, sich das Leben zu nehmen? Ja, das erste Mal war eigentlich, als sie mit 13 also wirklich in eine Klinik kam und total unterernährt und mich gezwungen hat, sie rauszuholen, weil sie gesagt hat, sonst bringe ich mich um. Und dann habe ich sie gegen den Willen der Ärzte rausgeholt. Und danach ging im Grunde genommen meine Angst über die ganzen Jahre los, weil ich konnte sie wahrscheinlich noch nicht loslassen. Das heißt im Prinzip... Das war ja auch richtig, denke ich. Bitte? Das war ja auch richtig, denke ich. Also in dem Alter, da hat man ja auch Hoffnung. Ja, natürlich. Aber dann ist jetzt damit für dich auch eine über 10-jährige extreme Belastung. Vorbei. Vorbei, ja. Wobei es jetzt natürlich sich verwandelt hat in ein anderes Gefühl. Ja, das weiß ich noch nicht, das kann ich noch nicht. Das kann man nicht sagen. Nee. Ich habe die ganzen Jahre schon gedacht, also die letzten Monate ganz besonders, wenn ich die Nachricht bekomme, dann habe ich sogar Angst gehabt, dass ich nichts fühlen kann, weil ich so vorbereitet bin darauf. Was hast du denn gefühlt, als die Nachricht kam? Ich bin zusammengebrochen, ich habe es nicht geglaubt, ich habe es mal wieder nicht geglaubt, weil es so oft angekündigt war. Ich habe geschrien und ich hatte Gott sei Dank meinen Freund da, der mich irgendwie aufgefangen hat. Und bist du dann in die Klinik gefahren? Nein. Hast du sie dann das noch? War auch gar nicht, ich habe das ja gar nicht erfahren an dem Tag. Ach so. Man hatte vergessen, mich zu informieren. Man hatte vergessen, dich zu informieren? Ja, ich habe es erst am nächsten Nachmittag erfahren von meinem Ex-Mann, der hilflos war, der dachte, ich bin informiert. Und der sagte einfach so lapidar, sie ist tot. Und konnte mir auch wahrscheinlich aus seinem Schock heraus nichts sagen. Und ich war alleine damit. Ich musste erst mal mit meinem Freund zusammen in der Klinik versuchen anzurufen. Da wollte mir niemand sagen, wie sie es gemacht hat. Und ich wollte es unbedingt wissen, wie sie es gemacht hat. Weil ich konnte mir nur vorstellen, also du weißt ja, Domian, sie war unheimlich zerfleischt. An Armen, Beinen, das heißt, inzwischen im Gesicht. Sie hat sich geschnitten und geritzt. Überall, und zwar ganz tief. Ja. Und gerechnet habe ich damit, dass es einmal zu tief ist. Gerechnet habe ich im Grunde genommen nicht damit, dass sie das auf diese Art macht. Ne? Hast du sie denn dann nochmal gesehen? Nein, wollte ich auch nicht. Ich habe mich gar nicht drum gekümmert. Also hat die Beerdigung? Da war ich schon wütend. Das wollte ich mir nicht antun. Hat die Beisetzung stattgefunden schon? Nein, die kommt erst Montag. Was für ein Gefühl hast du, wenn du daran denkst? Furchtbar. Ist sie dann also einziges? Ich habe eigentlich ein Gefühl, dann ist endlich Schluss. Also das Gefühl habe ich schon. Also ich denke nur, es muss Schluss sein jetzt. Ja. Es muss also auch für mich Schluss sein. Und das war eben auch meine Wut, weil ich will mein eigenes Leben zurück. Und ich will auch nicht dastehen als ewig. Ich habe 11 Jahre getrauert, schon im Vorhinein. Das heißt, du hast das Gefühl, dass die Krankheit deiner Tochter dir einen Teil deiner Lebenszeit geraubt hat? Ja, das will ich... Gott, nee, das kann ich so nicht sagen. Weil du gerade sagtest, ich will mein Leben Sie hat mir auch viel sie hat mir auch viel gegeben dadurch, dass sie so todessehnsüchtig war. Dadurch habe ich gemerkt, dass ich lebe. Das ist ja auch... Also eine sehr, sehr, sehr widersprüchliche und ambivalente Sache. Ja. Was aber auch sehr verständlich ist, nach dem, was du erzählt hast und nach eurer Geschichte. Das ist ja eine irre Belastung für eine Mutter, wenn man so lange ein Kind begleitet. Und das war mir auch gar nicht klar, Domian. Und letztendlich hilflos daneben steht und spürt, dass man eigentlich nichts machen kann. Nein.
Und du alles versuchst. Das ist mir lange klar. Ist es dein einziges Kind gewesen? Nein. Ich habe 3 Kinder und 5 Enkelkinder. Und, das war es nicht, aber sie war eben das jüngste Kind. Und das Sorgenkind? Nicht von Anfang an. Mhm. Also gar nicht. Ein unheimlich fröhliches Kind. Mhm. Und ja gut, vielleicht habe ich da, ich steckte in Scheidung und da denkt man an sich und nicht unbedingt, wie empfinden die Kinder das. Und, also da habe ich mir schon schwere Vorwürfe gemacht. Da hat eine Trennung, ist passiert. Ja. Aber irgendwann habe ich damit aufgehört, weil... Ich kann mir ja vorstellen, dass das jetzt noch verschiedene extreme Phasen geben wird bei dir, dass du... Ja, natürlich. Ne, dass es ist die Beerdigung und wer weiß, was danach wieder ist. Das ist ja eigentlich so ein Fall, wie du ihn jetzt geschildert hast, wo du eigentlich auch eine Hilfe, eine Stütze brauchtest. Hast du in all den Jahren etwas in Anspruch genommen? Alles. Ich habe alle. Ich habe auch Freunde, ich habe auch Therapien gemacht, ich habe... alles in Anspruch. Ich habe auch immer um Hilfe geschrieben, so ist es nicht. Ich bin nicht eine unheimlich bescheidene Person. Mhm. Also wie ist es jetzt im Moment? Hast du Ansprechpartner oder sogar einen professionellen Ansprechpartner? Das ist nicht der Anlass, warum ich dich anrufe. Mhm. Also da ist manchmal sogar zu viel. Mhm. Weil ich konnte ja im Laufe dieser Jahre, habe ich schon immer alles gesagt. Also ich habe nichts verschwiegen. Ich habe aber auch manchmal gesagt, ich möchte nicht drüber reden. Und auch Freunde zum Beispiel, die haben dann gesagt, es gibt ja auch Helferlein, die immer helfen wollen. Ja. Und das konnte ich manchmal, weil das so unverständlich war, weil so viel grausame Geschichten von ihr aus auch passiert sind. Aber ich konnte man nicht eben zumuten. Ja, was du jetzt erzählt hast, ich erahne das und kann das auch nachvollziehen und finde das auch moralisch legitim oder auf jeden Fall nachvollziehbar, dass du solche Gefühle hast, wie du sie gerade geschildert hast. Ich glaube, das ist normal. Du wärst ein Übermensch, wenn du das wahrscheinlich nicht hättest nach dieser Geschichte, die hinter euch liegt. Nee, das denke ich aber wirklich auch. Ja. Insofern wünsche ich dir natürlich jetzt für die Beerdigung, das ist nochmal, glaube ich, etwas sehr, sehr, sehr Schwieriges, dass du da gut rüberkommst. Und dass die Phasen, die danach eintreten, dass du damit umgehen kannst und dass du entsprechend dann auch... Ja, darüber wollte ich eigentlich mit dir reden. Das war eigentlich mein wirkliches Anliegen. Ich habe unheimlich Angst davor, dass ich jetzt... Ich bin jetzt 11 Jahre lang mit Freunden und Familie und so, wurde ich behandelt als Mutter mit einem psychisch schwerkranken Kind. Mhm. Das hat man so hingenommen, man hat auch mit mir gemeckert, man sollte es verlassen und man sollte dit und dat. Aber ich habe jetzt unheimlich Angst, dass, wenn jetzt die Beerdigung vorbei ist oder meine 6 Wochen, die ich mir gebe als so Trauerzeit, dass ich dann nicht mehr, als der fröhliche Mensch, der ich ja trotz der Krankheit war, hinterher nur noch als trauernde Mutter gesehen werde und dass die Leute mich in irgendwie so eine Watte packen und gar nicht ahnen, dass ich ja schon... Ich würde das, Roswitha, erstmal auf mich zukommen lassen und mir jetzt nicht die Gedanken machen, was vielleicht dann in ein paar Wochen ist. Ich glaube, du bist mittlerweile auch so erfahren und kannst mit so vielen Gefühlsströmungen umgehen aufgrund der Vergangenheit, dass du das in den Griff bekommst und dass du es schaffen wirst. Ich würde mir jetzt erstmal darüber keine Gedanken machen. Jetzt ist jetzt und es geht darum, jetzt die Zeit ganz gut über die Runden zu kriegen. Ja. Mir läuft ein bisschen die Zeit jetzt bei uns hier weg, liebe Roswitha. Okay. Dankeschön. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Viel Kraft, auch, dass es so läuft, dass du es für dich hinbekommst alles. Dankeschön. Von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer, der kostenfreien Nummer, oder mailt domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht, ihr könnt euch also zu jedem Thema melden, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und weiter geht es mit dem Bernd. Und Bernd ist 30. Hallo Bernd. Hallo Domian. Hallo Bernd. Und was geht's bei dir? Es geht bei mir um Folgendes. Ich bin seit 5 Jahren verheiratet, habe eine 4-jährige Tochter, aber ich fühle mich zu Männern hingezogen seit 2 Jahren und habe auch Affären am Laufen. Du hast Affären auch am Laufen? Ja. Seit 2 Jahren. Vorher war gar nichts in Sachen Männern gewesen? Nee, es kam an einem Abend, zu Geburtstag war das eine Feier und an
hat sich halt, war auch einer, der halt schwul war. Ja. Ist halt zu mir gekommen und ich habe halt keine Grenze gesetzt. Ich habe halt nicht gesagt, hör auf oder. Warst du ein bisschen betrunken? Ein bisschen, ja. Ja. Und dann ist es an diesem Abend gleich zum Sex gekommen? Richtig, und da habe ich festgestellt, dass ich mich eher auch mit zu Männern hingezogen fühle. Ja. Und du hattest wirklich vorher keinerlei so leichte Ahnung oder. Überhaupt nicht. Das war für dich ganz klar, ich bin heterosexuell. Richtig. Ich stehe auf Frauen, auf Mädels und Männer sind Kumpels und Freunde, aber mehr nicht. So war es früher. Nicht mehr. Mhm. Und das hat sich schlagartig an diesem Abend geändert. Aber ich stehe halt jetzt in diesem Zwiespalt. Mhm. Ich möchte einfach meine Familie nicht verlieren. Verstehe. Ich liebe auch meine Frau, so ist es nicht. Du hast Affären am Laufen mit Männern. Ja. Sind das reine Sexaffären oder auch Verliebtheiten und Herzensgeschichten? Das ist bis jetzt reine Sexaffären. Ich hab mir bis jetzt nicht mehr zugetraut durch diese ganze Geschichte. Wäre es rein theoretisch denkbar, dass du dich auch in einen Mann verlieben könntest? Nein. Nein. Das ist mein Problem. Ich möchte bei meiner Frau bleiben, aber ich kann es mit mir auch so in dem Sinne nicht ausmachen, mich jetzt in einen Mann richtig zu verlieben oder eine Beziehung einzugehen. Mhm. Aber ich habe auch nicht den Mumm, irgendwie darüber zu reden mit meiner Frau. Wer weiß davon? Ja, nur die gewissen Männer. Die gewissen Männer. Wie viele sind das im Moment? 5 Stück. 5? Ja. Mann. Du hast mit 5 Jungs irgendeine sexuelle Affäre am Laufen. Richtig. Wissen die, dass du verheiratet bist? Teilweise. Sind das? 2 wissen es. Ja. Sind das schwule Männer oder auch eher bisexuelle Männer? Das sind rein schwule Männer. Rein schwule Männer. Die hast du wo kennengelernt? Über den anderen von dem Geburtstag. Ach so, das war so ein Schneeballeffekt dann. Richtig. Und dann ist das ist schlagartig ab dem Abend ist es in Freund gekommen. Ist das denn für diese Männer auch jeweils eine reine Sexgeschichte oder ist der ein oder andere in dich verliebt? Der ein oder andere hat mir nicht direkt gesagt, dass er verliebt ist, aber er hat gesagt, er könnte sich mehr mit mir vorstellen. Mhm. Aber da habe ich halt geblockt. Ich habe gesagt, nee. Du hast mit deiner Frau auch noch Sex? Nein, so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. Seit wann nicht mehr? So gut wie gar nicht mehr ist es erst seit ein paar Wochen, aber es ist halt so einmal im Monat vielleicht nochmal gewesen. Und da ist sie halt auch schon, hat sie ja auch schon gefragt, was denn mit mir los wäre. Genau. Halt anders war früher. Ja. Wie ist denn der Umgang so zwischen dir und deiner Frau? Ist der, abgesehen, dass der Sex nur eingeschlafen ist, sonst noch zärtlich? Ja, also ich versuche mir da eben, das ist es halt, ich versuche mir nichts anmerken zu lassen, was irgendwie Lust darauf ziehen lassen könnte. Mhm. Bist du denn von Herzen zärtlich mit ihr? Ja. Das schon. Also ich möchte sie auch nicht verlieren. Das habe ich jetzt verstanden, ja. Ich will bei ihr bleiben und ich will einfach das, was ich mir mit ihr aufgebaut habe, will ich nicht kaputt machen. Mhm. Warum hast du denn keinen Sex mehr mit deiner Freundin, mit deiner Frau? Weil ich den Sex eher mit Männern haben möchte. Also du findest das geiler mit Männern? Richtig. Mhm. Schwierige Situation. Richtig. Und sagen wir mal, du bist in einer Sackgasse. Richtig. In einem Dilemma. Ich kann nicht mehr. Du betrügst deine Freundin, ich sage mal Freundin, Entschuldigung, deine Frau, ja. In der Strich und Faden. Aber ich liebe sie. Ja. Ich möchte sie auch nicht verlieren. Das weißt du, wie viel Leute das sagen? Das ist jetzt völlig egal, ob du mit Typen fremdgehst oder mit Frauen fremdgehen würdest. Wie viele Leute sagen das, die sich irgendwie noch anderen Sex irgendwo herholen und sagen, ja, aber ich liebe meine Frau und ich will mit ihr zusammen sein. Alles geht halt nicht. Das ist die Quadratur des Kreises, die du da willst. Das funktioniert nicht. Wenn du deine Frau mit erhobenem Haupt und klarem Blick entgegentreten möchtest, kannst du nicht so leben. Richtig. Aber ich habe auch nicht den Mumm, darüber zu reden oder das anzusprechen. Ja, aber dass dann alles nach hinten losgeht und dann habe ich das, was ich eigentlich nicht verlieren wollte, verloren. Ja, ich höre jetzt immer ich will das und du machst es dir im Moment nett. Du lässt dich rundherum verwöhnen. Einmal verwöhnen durch die Behaglichkeit und Geborgenheit deiner Familie. Richtig. Und verwöhnen von den Männern, was den Sex anbelangt. Richtig. Ja. Soll das so weitergehen, die nächsten 30 Jahre? Nee. Nicht wirklich. Nee. Stell dir mal vor, Bernd, das kriegt deine Frau raus. Was für ein Desaster, was für eine Katastrophe.
Das wäre wirklich die reinste Katastrophe. So, und wenn da 5 Leute schon involviert sind, ja, es kann gut gehen. Aber es gibt die verrücktesten Sachen, die irgendwie durchsickern. Hm. Wenn die das von irgendjemandem erfährt und hört, klar, ist es für dich der Super-GAU. Ja, aber wenn ich dir sage, ist es doch genauso. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, wie du dich für dein Leben entscheidest. Willst du ein ehrliches und gerades Leben führen? Dann würde das wahrscheinlich bedeuten, dass du dich von deiner Frau trennst, in der Hoffnung auf eine gute Beziehung, auch wegen deines Kindes. Richtig. Und du deiner Sexualität nachgehst. Vielleicht sogar so schwul wirst, ich weiß es ja nicht, dass du dich auch vielleicht in einen Typ verlieben könntest und vielleicht eine Beziehung mit einem Mann hättest. Weiß ich nicht. Es gibt auch Männer, die nur auf Sex mit Männern stehen und sich nicht in Männer verlieben können. Das weiß ich, das kann ich insofern nicht beurteilen. Also ich habe mich bis jetzt auf Gefühle von meiner Seite nicht eingelassen. Ja, das ist jetzt im Moment auch nicht so das Thema. Richtig. Das Thema ist. Und die Alternative wäre, dass du in dieser Lügenwelt weiterlebst. Ja, aber das will ich ja selber nicht. Deshalb habe ich auch angerufen. Ja, aber gibt es eine dritte Möglichkeit? Nein. Die sehe ich auch nicht. Nee. Weißt du, es gibt, ich kenne, haben wir mal im Bekanntenkreis ein Ehepaar gehabt, wo so ein ähnlicher Fall war, wie du ihn jetzt von dir geschildert hast. Da war das aber so, dass der Typ wirklich rein auf den Sex mit Männern stand und seine Frau nach wie vor sehr begehrte und die auch guten Sex miteinander hatten. Mhm. Der hat das ihr erzählt. Mhm. Und die waren beide so gestandene Leute, dass sie gesagt hat, okay, hol dir deinen Sex, ich will gar nicht viel davon erfahren, ich weiß, das ist keine Konkurrenz für mich, aber ich kann damit auch nicht konkurrieren. Die haben sich arrangiert. Sie hat ihm die Freiheit gelassen, dass er seinen Männersex hat und sucht und auslebt. Und es hat funktioniert. Es funktioniert immer noch, seit vielen Jahren schon. Das ist es ja. Also so, das geht aber bei dir nicht, weil du gerade nämlich gesagt hast, dass du auch keinen Bock mehr auf Sex mit deiner Frau hast. Weniger. So, dass ich gar keinen Bock mehr habe, ist es nicht. Ab und zu ist es so. Aber es ist halt mehr, dass ich halt auf die andere Seite gezogen fühle. Also, ich finde, dass du auch die moralische Verpflichtung hast, mit deiner Frau zu reden. Ja. Stell dir mal bitte vor, du hast ein vierjähriges Kind, ne, sagst du? Ja. Dieses vierjährige Kind erfährt irgendwann von diesem fulminanten Betrug, wenn du jetzt nicht den Mund aufmachst. Wie stehst du vor deinem Kind später mal da? Sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht. Aber du stehst vor deinem Kind gut da, finde ich, wenn du deinem Kind irgendwann erklärst, pass auf, das war so und ich musste leider mich so und so entscheiden. Da wird das Kind mit Sicherheit Respekt empfinden, wenn es das hört. Aber nicht für die andere Variante, die du jetzt im Moment fährst. Und du machst es schon lange genug, finde ich. Ja. Also meine Meinung, meine Aussage ist da ganz klar, Bernd. Das kannst du nicht so weitermachen. Du möchtest nicht auf den Sex mit Männern verzichten. Nee. Ganz klare Ansage, ne? Du möchtest nicht verzichten. Okay. So. Dann musst du mit deiner Frau sprechen. Ein bitteres Gespräch wird das werden. Und wie meinst du, wie ich das Gespräch in die Wege leiten soll? Indem du so genauso anfängst wie mit mir gerade. Mhm. Denn du einfach loslegst. Ich möchte nicht in deine Haut stecken. Das ist schon heftig, aber. Ja. Dann werde ich das wohl irgendwie mal so versuchen. Es ist halt, ich meine, die Sexualität hat ja eine ungeheure Kraft im Menschen, wenn nicht die stärkste Kraft überhaupt. Und wenn deine Sexualität sich jetzt eben so entwickelt hat, dann ist das so. Ja, sicher. Ne? Ich kann es auch nicht mehr bestätigen. Ja, dann ist es ja kein böses Vorgehen deinerseits. Das Böse ist nur das Hintergehen, finde ich. Richtig. Dass es so ist, ist nun mal so. Richtig. Ja. Also, ich habe dir meine Meinung gesagt, Bernd. Ich wünsche dir für das, was du jetzt machst, viel Glück und gutes Gelingen vor allen Dingen. Ja, und dir wollte ich noch sagen, dass du eine gute Sendung machst. Sehr nett von dir. Und dass du auch ein süßer Kerl bist. Jetzt werde ich gleich ganz rot und wir beenden ganz schnell das Gespräch. Ja, und kriege ich noch eine Autogrammkarte? Okay, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift und dann kriegst du eine. Okay, danke schön. Alles Gute. Jo, tschüss. Danke, tschüss. Ein süßer Kerl. Jeanette ist hier. Jeanette ist 26. Guten Morgen, Jeanette. Hallo Domian. Hallo Jeanette. So, über was unterhalten wir beide uns? Ja, ich rufe eigentlich an, weil ich so einen Putzfimmel habe. Och. Und dadurch ziemlich Probleme habe und jetzt auch momentan nicht weiß, wie geht's jetzt weiter. Putzfimmel heißt auf gut Deutsch Putzzwang? Würde ich schon sagen, ja. Erzähl, wie viel und wie oft und wie lange am Tag putzt du? Ach, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, vielleicht nochmal so 3 Stunden. Was arbeitest du?
Versicherung, also auf dem Büro. Genau. Und dann kommst du jeden Abend, wenn du nach Hause kommst, putzt du noch 3 Stunden deine Wohnung. Immer das gleiche Ritual. Wie groß ist die Wohnung? 80 Quadratmeter. Naja, die ist nicht klein. Die ist nicht klein, nein. Und sag mal so grob, was dann also immer und jeden Abend geputzt wird? Ach, ich sag mal von vorne bis hinten, von Küche bis Badezimmer. Alles? Alles, einmal komplett durch und ja, ich habe noch groß draußen, Terrasse und so, das wird dann alles am Wochenende gemacht. Und das heißt, da ist nicht mehr viel mit Freizeit? Nee, überhaupt nicht. Wenn du, wann kommst du abends von der Arbeit nach Hause? Ja, das ist jetzt auch das Problem irgendwie, ich arbeite dann bis 7. Ja. Ja, komm dann nach Hause, putz dann teilweise, ja, setze mich erstmal hin, esse was, putz dann teilweise manchmal bis 12 Uhr. Wahnsinn. Bin dann um 1 Uhr im Bett und um 8 Uhr stehe ich dann meistens auf, mache mich fertig und so. Ja, dann bin ich irgendwann gegen 11 Uhr auf der Arbeit. Das geht ja, das ist auch eine moderate Anfangszeit. Wie lange geht das jetzt schon so? Das ist, also dass ich jetzt auch so spät auf der Arbeit bin. Nee, diese Putz-Arie jeden Abend. Ich sag mal, ich habe schon immer so ein bisschen übertrieben, aber dass es jetzt so extrem ist, seit ein Jahr. Ein Jahr. Und so die Anfänge waren früher auch schon da? Die Anfänge waren früher da, das habe ich von zu Hause mitgenommen, würde ich so sagen. Ah ja, also ein bisschen abgeguckt. Ist die Mama auch so drauf, ein bisschen? Ja, würde ich schon sagen. Auch so zwanghaft oder noch? Ja, auch ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Bestimmt auch nicht, wie es andere machen würden, bestimmt auch ein bisschen übertrieben. Bezieht sich das, dieser Putzzwang ausschließlich auf die Wohnung oder auch auf deinen Körper, dass du sehr viel duschen und dich waschen musst? Nee, eigentlich nur auf die Wohnung. Auf die Wohnung. Mhm. Und es ist auch so, wenn ich jetzt beispielsweise Urlaub habe oder so, dann ist es halt weniger. Dann kann ich auch mal sagen, ach, jetzt machst du das morgen oder übermorgen. Ach, dann geht das. Dann geht das, aber wenn ich halt so arbeiten muss oder so, dann ist das so, ja, du musst das machen, sonst schaffst du das nicht. Und dann setze ich mich selber total unter Druck. Das heißt, wenn du, in der Tat, wenn du Urlaub hast, kannst du mal einen Tag es schleifen lassen ein bisschen? Ja, klar, kann ich auch mal 3 Tage oder 4 Tage. Das ist ja interessant, ne? Das geht, dann denke ich mir auch so, jetzt nutzt du deine freie Zeit und machst mal was für dich. Wie lebst du? Hast du einen Freund? Nee, leider nicht. Ja, das wäre auch fast gar nicht zeitlich. Das ist gar nicht möglich. Man kann ja auch gar keinen mehr kennenlernen, wenn man die ganze Zeit nur immer was macht. Ja, wie pflegst du und hegst du deinen Freundeskreis? Gibt es überhaupt noch Freunde? Es gibt noch Freunde, da kann man sich eigentlich drüber wundern, dass sie auch nicht gehen, sage ich mal so. Die wissen das? Die wissen das auch alle. Ich sag mal, ich rede auch mit vielen Leuten offen darüber. Mhm. Ich rede auch auf der Arbeit über mein Problem, weil ich da halt jetzt auch Probleme habe, weil ich halt jetzt momentan so spät komme. Ach so, du kommst zu spät, weil du morgens dann auch noch was machst in der Wohnung? Nein, weil ich dann immer halt länger schlafe. Ach so, weil du bis abends bis in die Puppen am Putzen bist. Genau. Ach so, verstehe. Ja. Und da hat man mich jetzt halt auch, hat man hinterher gesagt, haben sich wohl ein paar Leute beschwert gehabt. Dann hat man halt irgendwann gesagt, ja, sei bitte um 9 Uhr da. Ich habe dann auch alles dran gesetzt, dass es irgendwie klappt. Dann war es mal 8:45 oder so. Aber ich sag mal, wir haben auch Live-Zeit bei uns. So, und jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir haben 2:30. Und wer ist noch nicht im Bett? Jeanette. Genau, aber momentan bin ich auch krank geschrieben. Ach so. Deswegen bin ich jetzt auch noch wach. Wie bei allen Zwängen kann man natürlich auch, bei allen Zwängen, bei allen Süchten, kann man natürlich auch eine ganze Menge selbst erstmal unternehmen, um davon wegzukommen. Ja, ich hatte jetzt für mich eigentlich überlegt, mal so eine Tagestherapie zu machen. Ja. Über ein paar Wochen, ja, dass man das einfach mal ausprobiert. Hatte mich meine Chefin auch gesagt, ja, probieren Sie das mal aus, machen Sie was, damit was geschieht. Ja. Habe ich gesagt, okay. Habe ich mich auch sehr schnell darum bemüht. Ich hätte jetzt eigentlich schon letzten Montag direkt anfangen können. Das hätte ganz schnell über die Bühne gehen können. Mhm. Ja, und dann hat man halt damit darüber gesprochen und so und dann hieß es dann hinterher, ja, habe ich gesagt, ja, ich mache das auch deswegen, damit ich auch wieder früh auf der Arbeit erscheine, weil mein Job ist mir ja auch wichtig. Mhm. Und ja, dann hat sie halt hinterher gesagt, ja, ich schreibe jetzt trotzdem mal unsere Personalabteilung an, mal gucken, was die dazu sagen. Und das fand ich halt ein bisschen gemein, weil ich halt gesagt habe, ja, ich will jetzt was tun. Ach so. Ja, dann habe ich das Ganze halt wieder abgebrochen. Weil du Angst hast, dass das in der Personalabteilung irgendwie für dich dann schlecht ist. Und, genau. Ach so. Das ist natürlich eine üble Entwicklung. Eine üble Entwicklung, sehr. Ja. Aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, ich finde, dass man ja in einer bestimmten Phase noch auch ganz eigenständig alleine etwas unternehmen kann gegen solche Dinge. Mhm. Hast du schon versucht? Hast du dich einfach mal dazu gezwungen, mal einen Abend nichts zu machen und dich beobachtet, was dann passiert? Ja, das ist auch so. Dann komme ich so nach Hause und denke so, boah, du hast ja jetzt gar keine Lust, am liebsten würdest du dich jetzt ins Bett legen, bisschen Fernsehen gucken, schlafen.
Ja, dann so. Denk ich auch, mach es und dann sage ich, na, dann fange ich doch wieder an. Ja, so funktioniert es vielleicht nicht. Du müsstest dann vielleicht hier den Abend organisieren. Das heißt, dass du dich dann fest verabredest, schon eine Stunde nach Feierabend. Dass du gar nicht putzen kannst, dass du gar keine Zeit dazu hast. Ja. Also der Hintergrund ist, ich finde, natürlich muss man, wenn eine bestimmte Leidensdruck da ist, muss man zu einem Arzt, zu einem Psychologen gehen. Das ist ganz klar. Aber ich finde, dass man immer auch selbst eine ganze Menge schaffen kann. Und das, was man selbst schafft, ohne einen Arzt oder einen Psychologen, darauf ist man, glaube ich, 10-mal stolzer noch, als wenn ein Arzt oder ein Psychologe dabei geholfen hat. Natürlich. Man geht ja auch nicht gerne dahin, sage ich mal. Genau. So, deswegen würde ich jetzt an deiner Stelle jetzt erstmal sagen, da das ja noch alles noch nicht so ganz dramatisch ist, es gibt noch viel, viel schlimmere Entwicklungen, aber du musst jetzt aufpassen, jetzt musst du wirklich die Notbremse ziehen. Ja, das merke ich ja selber auch. Es erstmal vielleicht in Eigenregie zu versuchen. Mhm. Wenn das nicht klappt, dann bemühe dich doch ganz einfach um eine ambulante, wöchentliche Therapie, wo du dann nach der Arbeit, je nach Vereinbarung oder vor der Arbeit, wie auch immer, zu einem Psychologen gehst und dich dort wirklich dann mit dem auseinandersetzt. Ja, habe ich auch überlegt. Aber dann kriegt man ja auch wieder Feedback von so und so und ach, warum willst du was machen? Willst du jetzt direkt zu Knöpfe gehen oder ach, sonst was? Das ist doch Quatsch. Du gehst dann, ach, das ist doch völlig Unsinn. Das sind Leute, die haben überhaupt keine Ahnung. Du hast einen Leidensdruck und wenn du damit nicht alleine klarkommst, ist es ganz normal, dass man zu einem Psychologen oder einem Arzt geht. So, ja, ich selber finde es jetzt auch nicht schlimm, aber... Du findest halt immer so Leute. Ja, also dann würde ich mich da überhaupt gar nicht um kümmern. Wenn du einen gebrochenen Arm hast, gehst du auch zum Arzt und lässt den gipsen und dann wird da mit geholfen. Ja, und jetzt ist mit der Seele was nicht in Ordnung, also muss da was geschehen mit der Psyche. Also ich würde dir gerne jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Anja anbieten, die dir noch mal ein paar Tipps geben kann, was so die einzelnen Therapierichtungen und Schulen anbelangt, was vielleicht für deinen Fall ganz gut wäre. Aber nochmal so von meiner Seite, ganz privater, persönlicher Tipp, versuch erstmal selbst vielleicht ein paar Strategien für dich zu entwickeln, ob du es vielleicht nicht sogar alleine schaffst. Ja, vielleicht mal einen Plan aufstellen. Ja, genau. Oder so. Ja. Und dann bist du diese. Ja, genau, dass du die Abende dir wirklich ganz gezielt verplanst, dass du gar nicht in Versuchen gerätst zu putzen. Ja. Mal sehen, wie das. Vielleicht funktioniert es ja nicht, aber man muss es ja ausprobieren. Ja, klar. Vielleicht hast du auch Rückschläge, aber egal, du hast es ausprobiert. Und das ist immer ein gutes Gefühl, finde ich, für einen selbst. Ja? Ja, gut. Jeanette, du legst auf und Anja, meine Psychologin, ruft dich an. Okay, ich danke dir. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke dir auch. Tschüss. Morgen ist Themennacht bei uns wieder, ihr Lieben. Und morgen geht es um ein Thema, über das sehr viel zurzeit überall gesprochen wird. Im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen. Und zwar heißt das Thema, ich bin ausgebrannt. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die einen sogenannten Burnout hatten. Das heißt also mit Leuten, die beruflich viele Jahre extrem viel geleistet haben und dann irgendwann nicht mehr konnten, zusammengebrochen sind und gesagt haben, obwohl sie vielleicht noch gar nicht so alt sind, ich kann nicht mehr, die vielleicht auch körperlich erkrankt sind und deren Leben dann eine große Wende genommen hat. Und ich möchte auch gerne mit Leuten reden, die aufgrund einer starken seelischen Belastung am Ende ihrer Kräfte sind oder waren und auch infolgedessen sagen, ich bin ausgebrannt. Also das ist unser Thema morgen, ich bin ausgebrannt und möchte gerne mit Leuten reden, die so etwas hinter sich haben, vielleicht gerade drin stecken und auch mit Leuten, die ja die Kurve gekriegt haben, die an diesem Burnout, wie man das so sagt, ich weiß kein richtig gutes deutsches Wort, in diesem Punkt angelangt sind und die dann einen neuen Lebensweg gegangen sind und vielleicht ganz interessante Sachen uns erzählen können. Das ist unser Thema morgen. Ich bin ausgebrannt. Ihr könnt rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind wir immer zu erreichen. Jetzt bin ich gespannt und freue mich auf das Gespräch mit Murat. Murat ist 28. Hallo Murat. Hallo Domian. Hallo Murat. Um was geht's? Ja, und zwar geht es darum, ich bin mittlerweile 9 Jahre mit meiner Freundin zusammen, habe auch ein 5-jähriges Kind. Mhm. Parallel dazu habe ich seit 5 Jahren eine Freundin, eine feste, die ich über alles liebe und die ich nicht verlieren möchte. Und ich liebe aber auch die Frau, mit der ich ein Kind habe. Da haben wir es wieder. Den Klassiker. Ja, so wie Bernd vorhin, der... Ja, der Klassiker ist es auf jeden Fall. Aber darüber hinaus, bevor ich in Urhaft kam letztes Jahr, war ich ein notorischer Fremdgeher und habe eigentlich nichts ausgelassen und habe die beide
sowieso betrogen in dem Moment. Ach so, die beiden Frauen hast du auch noch betrogen. Auch noch betrogen und ich konnte nicht die Finger von Frauen lassen. Hm. Und mittlerweile, ich bin nervlich. Erstmal habe ich seit über 6, 7, 8 Jahren schon Schlafstörungen, wo ich sowieso nicht schlafen kann, weil ich einfach ein Mensch bin, der einfach weit nicht aufgeputscht ist. Hm. Du hast gerade von Urhaft gesprochen. Was war da? Was war da los? Ich hab wegen BTM, saß ich. Ja, also Drogen? Ja, ich habe da eine Aktion gestartet, die ich hätte nicht machen sollen, weil ich auch in der Zeit ein bisschen spielsüchtig war. Ja. Spielsüchtig, alkoholsüchtig, kann man ja auch schon sagen, weil ich einfach das verdrängen wollte alles. Du hingst immer so an der Klippe? Ich hing ganz schön an der Klippe. Mhm. Ich bin mittlerweile aus der Urhaft raus und bin in einem Freiganghaus. Ah ja. Mhm. Das heißt, ich kann zur Arbeit gehen und dann muss ich abends herkommen und sitze dann hier ab. Ja. So, deinen beiden Frauen, ich nenne das jetzt mal so, denen gehst du aber nicht zurzeit nicht fremd. Es gibt. Absolut nicht. Aber dennoch gibt es diese beiden Frauen. Ja, genau. Wissen die voneinander? Die 5-Jährige weiß von der 9-Jährigen, mit der ich ein Kind habe. Ja. Ich weiß das, weil ich auch ab und zu, zur Zeit natürlich jetzt, wo ich draußen bin, habe ich ihr versprochen, nur für das Kind da zu sein. Aber wiederum habe ich das nicht durchziehen können, weil ich bei ihr geschlafen habe, auch in der Anfangszeit, wo ich rauskam. Ich war ja 5 Monate draußen, ja komplett draußen, auf Stellungsbefehl. Mhm. Und in der Zeit wollte ich das halt regeln, aber ich habe es nicht geschafft, weil dann habe ich, naja gut. Wie ist denn, gehen wir mal die Sache so ganz, ganz simpel erstmal durch. Deine Frau, mit der du 9 Jahre zusammen bist und ein Kind hast. Ja. Du würdest sagen, dass du deine Frau auch liebst. Ich liebe sie beide auf eine, jeder für oft eine Art und Weise. Also ich kann beide nicht loslassen, weil beide haben Züge an sich, wo ich einfach sage, ich fühle mich da hingezogen. Mhm. Obwohl. Schläfst du mit deiner Frau noch? Ja, mit beiden. Mit beiden. Mhm. Mhm. Was sagt denn die, ich sag mal, damit wir es besser verstehen, ich meine es nicht entwertend, die Nebenfrau. Ist die nicht sauer auf dich, dass du dich nicht entscheidest? Sagen wir mal so, ich belüge sie zurzeit. Also sie sagt, sie denkt natürlich, dass ich nur bei ihr bin, weil ich habe ein Kontingent an Stunden, die ich hier nehmen kann. Mhm. 60 Stunden im Monat und dann zusätzlich Urlaubstage im Jahr. Ach so, dann sagst du, dass du nur bei ihr bist und nicht bei deiner Frau. Genau, also ich bin bei ihr und in der Zeit, weil sie auch hier um die Ecke ist, wo sie wohnt. Es ist alles Lüge, ne, Murat? Auf einer Basis einer Lüge, klar, das bleibt nicht aus, aber. Ja, das ist ja so ein Lügengeflecht, das erstickt einen ja irgendwann. Also ich bin nervlich sowieso am Ende und. Und es ist auch feige. Das ist feige, total feige. Sind wir uns einig, ne? Ja, klar. Mhm. Also ich bin halt der Mensch, der eigentlich, wo die Leute auch so, bin so ein Mensch, wo die Leute auch so ein bisschen aufschauen und so sagen, bewundern und auch wiederum. Aber ich bin am Ende meines, also jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein Typ bist, wenn ich dich so irgendwie in der Kneipe kennenlernen würde, wo man so denkt, boah, selbstbewusster Typ. Genau, genau. Der weiß, wo es lang geht und da würde keiner ahnen, dass es eigentlich ein feiger, kleiner Kerl ist innen drin. Richtig. Total feige und. So. Nun ist die Erkenntnis ja schon mal ganz gut. Ja. Aber nun muss man aus allen Erkenntnissen, die man im Leben hat, auch Konsequenzen ziehen. Nur die Erkenntnis zu haben und zu sagen, ich bin feige, aber ich kann nicht anders, ist noch beschissener. Ja, das Ding ist, ich fühle mich dann einsam allein. Weil ich denke immer so, lasse ich das eine gehen, dann denke ich immer, dann klappt es mit ihr nicht. Und dann, warum habe ich dann so eine tolle Frau fallen lassen, obwohl beide toll sind, weil in der Zeit, wo ich im Urhaft saß, Ja. Aber das hast du ja alles eingefädelt. Und du hast das alles so verantwortlich. Ich habe selber gemacht. Keiner von den beiden hat Schuld. Nein, natürlich haben die keine Schuld. Die eine, deine Nebenfrau, ist vielleicht dumm genug, dass sie das so lange mitgemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Du, es ist genau wie der Fall mit Bernd vorhin, der Typen nebenher. Du machst es dir schön. Du lässt dich bedienen. Du bist der Pascha. Aber du bist der Pascha eben auf einer Lüge und alles soll sich um dein Wohlbefinden drehen. In dem Moment, wo du ehrlich bist, bricht das ganze System auseinander. Und dann musst du die Konsequenzen ziehen. Da gibt es gar nichts zu reden. Was sollen wir beide beraten? Das Ziel muss sein, dass du aus dieser Lüge rauskommst. Aber wie soll ich das hinbekommen? Ich fühle mich mehr zu meiner 5-jährigen Beziehung hingezogen. Ja.
als zu meiner Frau mit der Gen. Nur, das ist ja kein Problem, das ist ja was Schönes, weil je mehr, also je älter meine Tochter wird, desto mehr fühle ich mich zu ihr hingezogen und sie zu mir. Und das will ich nicht zerstören, wenn ich das meiner Frau dann erzähle. Murat, ich sag dir jetzt mal genau dasselbe, was ich im Bern vorhin gesagt habe. Du hast, und appelliere mal an deinen, an deine Rolle als Vater. Du hast als Vater immer eine Vorbildfunktion, finde ich. Du bist ein ganz mieses Vorbild im Moment für dein Kind. Wenn dein Kind das irgendwann mal schnallt und irgendwann wird dein Kind es erfahren, wie du gelebt hast. Und daran appelliere ich, dass du dieses im Auge haben musst. Dein Kind wird immer, ich sag dir, immer Respekt haben vor einer ehrlichen Entscheidung. Wenn dein, es ist ein Mädel, ne? Das ist ein kleines Mädchen. So, wenn deine Tochter mal erwachsen ist, die wird immer Respekt haben vor einer ehrlichen Entscheidung, wenn die auch sehr schmerzhaft für alle war. Aber die wird nie Respekt haben, dass du ihre Mama so lange betrügst. Ich finde, das ist das absolute schlussendliche Argument. Ja. Auch wenn das im Moment dann, wenn du jetzt die Wahrheit auf den Tisch legst, schlimm ist und alles vielleicht auseinander driftet. Aber da musst du dann halt auch mit deiner Frau dich arrangieren, dass ihr auf jeden Fall ein gutes Einvernehmen findet für das Kind. Das wird es aber nicht sein. Das weiß ich, weil da gibt es so viele Probleme. Und seid ihr verheiratet? Richtig. Verheiratet sind wir nicht, nee. Ach, das auch nicht. Mhm. Das Problem ist, das haben kurz, glaube ich, vor mir waren ja 2, 3 Leute vorher, die natürlich sich selber da zerstückelt halt, dieses selber wehtun, diese Krankheit. Und Borderline, Borderline. Sie ist so ein Mensch, die sich sowas dann antut. Und davor habe ich dann große Angst, dass sie da wieder zurückfällt, weil eine Zeit lang war sie damit. Das mag sein, aber ich könnte mir vorstellen, wie du gestrickt bist, dass du dieses auch wiederum als Ausrede nimmst, nicht selbst zu handeln. Du hast das schon ganz gut erkannt. Ja. Du hast es schon sehr gut. Also die beiden Frauen sind viel, viel stärker wie ich, weil die bräuchten mich gar nicht, ehrlich gesagt. Murat, es ist alles gesagt. Ja. Es ist alles gesagt. Du musst handeln. Du bist 28, das ist ja noch ein gutes Alter, wo man auch nochmal einen Strich ziehen kann und sagt, ich fange jetzt irgendwie nochmal von vorne an und versuche ein gerades Leben zu führen. Habe ich ja. Ich habe ja mich von allen Sachen ja auch entfernt, die sage ich mal, mein Leben beeinflusst haben. Und die kriminellen Sachen meinst du? Ja, das war ja dieses Ausschweifen dahin. Ja. Und da bin ich glücklicherweise ganz kurz wirklich gewesen, gleich was passiert und auch gleich ertappt. Und jetzt bin ich noch eine kleine Strafe abzusitzen. Und dann wollte ich eigentlich wirklich, jetzt habe ich eine super Ausbildung, die ich mache. Und da wollte ich einen klaren Weg gehen. Und ist gut. Nimm es ja einfach, nimm dir das ganze Paket vor. Ja. Das heißt, das berufliche, das normale Leben, aber eben auch dieses in Ordnung zu bringen. Ja, das ist für mich das A und O meines Lebens. Ne? Das beschäftigt mich tagtäglich. Ja, natürlich. Das glaube ich. Das Problem ist nur, dass dir da kein Mensch bei helfen kann. Ich kann dir als wildfremder Mensch dir meine Meinung dazu sagen. Richtig. Aber du handeln musst du selbst. Da kann dir keiner, kann dich keiner an die Hand nehmen. Scheiße. Ja. Jetzt bitte ich meine Regie mal nochmal auf einen Knopf zu drücken, weil ich nichts mehr höre. Ja, jetzt hat man ein kleines technisches Problem. Also Murat, wir sind uns einig, ne? Klar. So. Du hast es ganz gut erkannt, ne? Dann wünsche ich dir viel, viel Kraft, um das durchzuziehen. Und Entschlossenheit vor allen Dingen. Ja, das fehlt mir. Das, wenn ich das bekomme, dann denke ich schon, dass ich das regelt. Toi, toi, toi. Danke, mach so weiter und ich bin schon seit über knapp 10 Jahren, machst du das, oder? Ja. Oder ja. Noch länger? Ja, 12 Jahre schon, ja. 12 Jahre, also 10 Jahre bin ich locker schon dabei. Super, ich danke dir vielmals. Alles Gute, Murat. Danke dir auch. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Ich bin ausgebrannt. Ich möchte mit euch über dieses sogenannte Burning-Out-Syndrom, wie man das so nennt, reden. Ich möchte mit Leuten reden, die eben so ein Burnout mal hatten, die extrem viel gearbeitet haben, in einem Beruf sehr erfolgreich waren, einem Stressberuf und dann vielleicht sogar in jungen Jahren, mit Ende 30, 40 oder so etwas oder ein bisschen älter, schlichtweg zusammengebrochen sind und die sagten, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Oder auch mit Leuten, die eine sehr starke seelische Belastung hatten oder haben und auch von sich sagen, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt, ich habe keine Energie mehr.
Und würde auch gerne mit Leuten reden, die dann die Kurve gekriegt haben danach, die dann ihr Leben neu gestaltet haben und uns vielleicht erzählen können, wie man es besser machen kann und auch ohne Stress und ohne zu viel Anspannung gut und auch erfolgreich leben kann. Das ist unser Thema morgen. Ich bin ausgebrannt. Ihr könnt mailen, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Herzlich willkommen, Nicole, 27. Guten Morgen. Hallo, Nicole. Hallo. Wir sind jetzt dran. Ja, alles klar, hallo. Nicole, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist, ich habe ein bisschen, ja, was ist Panik, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, und man sagt es mir vor allen Dingen auch nach, schon viele, viele Jahre, dass ich eine Hexe bin. Also ich glaube das selber gar nicht so unbedingt, aber... Dass du eine Hexe bist? Ja, und zwar auf eine nicht so nette Weise. Ich habe immer, also ich sehe immer vorher, wenn Leuten was passiert, die mir nahestehen. Nicht das ist nicht so, schön. Besonders begeistert bin. Wie siehst du das? Träumst du das? Oder? Nein. Also ich muss mal so anfangen. Als ich knapp 8 oder 7,5 Jahre alt war, ist meine Mutter getötet worden. Mhm. Und ich habe den Abend, wo sie gegangen ist zum Beispiel, vorher total Panik gehabt. Sie ist vorher immer gegangen, jedes Wochenende in so einer Art Sparclub in ihre Stammkneipe. Mhm. Und ich habe an dem Abend, an dem speziellen, wo es passiert ist, habe ich total Panik gekriegt und gedacht, oh mein Gott, geh bitte nicht, Mama. Entschuldigung. Also eine Ahnung hattest du? Ja. Als Kind? Ja, nicht nur, also fast mehr als eine Ahnung. Ja. Ich habe Panik gehabt und ich habe vorher das nie gehabt, muss ich dazu sagen. Ist die Mutter ermordet worden? Ja, die ist leider ermordet worden. Vom Heidemörder, Leute aus Hamburg kommen werden das wissen, wer das war. Ja, das weiß man hier, glaube ich, auch. Also ist mir zumindest auch ein Begriff. Das ist aber nun schon lange her, ne? Ja, 88 ist das gewesen. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo mir das bewusst geworden ist. Wie gesagt, ich war noch sehr klein. Und das hat sich aber fortgesetzt, leider. Welche Sachen hast du denn noch vorher geahnt? Ja, also meine Schwester ist umgekommen. Vor nicht sehr langer Zeit, vor 2 Jahren erst. Was heißt umgekommen? Die hat einen Autounfall gehabt. Ist tödlich? Entschuldigung, ich habe ein bisschen Husten. Ja, ist tödlich, verletzt? Ja, leider ja. Und vor nicht mal 3 Wochen ist ein Kollege von mir, oder ein guter Freund vielmehr, verunglückt, hat es aber glücklicherweise zwar schwer verletzt, aber er hat es überlebt. Hm. Wie und wann merkst du das? Bleib mal bei deiner Schwester, die ist ja dann noch näher gewesen. Ja, ich habe einfach ein ganz schlechtes Gefühl. Das ist so richtig Panik, die sich breit macht. Und diese Panik bezieht sich dann auf die Person? Die Person kommt ja dann irgendwie so als Bild in den Kopf oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also es ist nicht so, wie man sich das im Film vorstellt, dass man irgendwie einen Film vor Augen hat oder Bilder sieht oder so. Leider gar nicht. Mhm. Ja, was ist leider vielleicht auch ganz gut so. Das gar nicht, sondern es ist eher so ein unruhiges Gefühl und man denkt ich denke dann ganz massiv an diese Person und denke, oh mein Gott, egal was du jetzt tust, lass es und geh nach Hause. Mhm. Aber das muss, wenn du so ein Gefühl hast und du hast es jetzt schon dreimal. Nein, öfter schon. Schon öfter. Öfter. Da musst du doch in dem Moment immer in großer Angst und Panik haben. Ja, ich rufe die Leute dann noch an. Ich habe, wenn ich sie noch erreiche, manchmal, das ist leider auch schon zu spät. Und das sind immer schlimme Sachen, die passieren. Ja, immer. Du, leider, wenn es nie schöne Sachen wäre ja schön. Mhm. Das sind immer nur negative Sachen, leider. Ich habe zum Beispiel ein Baby bekommen und ich habe, also es war von ärztlicher Seite her alles in Ordnung, bis direkt vor der Geburt. Aber ich habe schon ungefähr vier Monate vorher gewusst, dass dieses Baby nicht leben wird. Und man hat erst ganz kurz vor der Geburt, erst 2-3 Wochen vorher festgestellt, dass dieses Baby die Lungenentwicklung, dass die nicht passiert ist. Aber ich wusste das schon viele Wochen vorher. Und ich habe auch immer, also ich bin auch verstärkt zu Ärzten gegangen und habe versucht, andere Meinungen einzuholen und alles rauszufinden, weil ich wusste, dass dieses Baby nicht leben wird. Ich wusste das einfach. Mhm. Und es hat mir total Angst und schlaflose Nächte gemacht. Ohne Ende. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe nur noch geweint. Ich war total fertig, weil es ja auch mein Baby ist. Und das war dann alles so, wie du es gespürt hast? Und es war nachher genauso. Also ich wusste nicht, was passiert. Das kann ich leider nicht sagen. Ich wusste nur das. Mhm. Hast du gerade am Anfang zu mir gesagt, Mann, Leute sagen zu mir, dass ich eine Hexe bin. Ja. Belastet dich das mehr oder belastet dich einfach diese, wie soll man das nennen? Diese Gabe offensichtlich, die du hast, wobei Gabe so positiv klingt. Als Gabe würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Wie könnte man das nennen? Diese
Ich weiß auch nicht. Intuition irgendwie. Ja, was belastet dich mehr? Ich finde es schlimm, dass ich es weiß vorher, weil ich, das ist ein ganz blödes Beispiel, ich werde in 3 Wochen 28. Und ich habe jetzt schon Panik, dass mir was passiert, weil ich es einfach weiß. Jetzt schon. Und ich gehe schon nicht mehr außer Haus, hört sich bekloppt an. Aber ich erinnere nochmal an meine Frage. Was ist für dich schlimmer, dass die Leute dich als Hexe bezeichnen oder dass du selbst diese Intuitionen hast? Für mich ist es schlimmer, das zu haben. Ja, das glaube ich. Als Hexe bezeichnen ist eher so liebevoll gemeint. Ich wollte gerade sagen, das werden doch nur nahe Leute machen, die meinen es auch nicht böse. Genau, also ich habe zum Beispiel auch eine Katze, die bei mir permanent auf dem Rücken sitzt. Ich glaube, das ist aber eher so ein Zufall, wo die Leute dann sagen, so ja, du Hexe und hier. Naja, gut, das sind aber so Sprüche dann. Gemeint, ich glaube ja, Nicole, dass es Menschen gibt, die so etwas können, ohne dass sie es wollen. Ich glaube theoretisch nicht daran, aber ich will es vor allen Dingen auch nicht. Genau, das ist, glaube ich. Aber das Problem ist natürlich, und da weiß ich auch überhaupt keine Lösung, keine Art, wie man so etwas blockieren kann. Wenn ich das wüsste, wäre ich schwer glücklich. Ich glaube, das weiß überhaupt niemand. Nee, das wäre auch ganz toll, wenn ich das wüsste, wie man das blockieren kann. Mhm. Andererseits gibt es natürlich auch Situationen, wo ich nicht viele leider, aber 1-2 Situationen gab es schon, wo ich Leute auch hab warnen können. Und dann ist es ja wiederum, könnte man es ja Gabe nennen. Dann ist es eine Gabe, genau. Mhm. Aber in den meisten Fällen funktioniert es leider nicht und ich merke es erst so spät, dass ich sie nicht erreichen kann, oder sie glauben mir nicht. Aber das Problem ist ja, du kannst ja nicht konkret warnen, weil du nicht konkret weißt, was los ist, sondern du hast ein diffuses Gefühl der Gefahr. Ne, ist da bei dir. Also es macht dich richtig Panik breit mit Schweißausbrüchen und Herzrasen und all sowas. Also richtig Panik ohne Ende. Hast du das Gefühl, dass je älter du wirst, dass diese Intuitionen öfter auftreten? Nein. Nee. Das habe ich schon, also wie gesagt, das erste Mal ist es bei mir bewusst aufgetreten, als ich mit der Mutter war. Genau. Und seitdem ist es regelmäßig, aber nicht jetzt irgendwie, dass man sagen könnte, alle 2 Wochen oder so. Das ist Quatsch. Kannst du so sagen im Jahr, wie oft das vorkommt? Oh, 3, 4, 5 Mal bestimmt. Ja, das ist ja schon viel. Ja, das ist schon viel. Macht mich auch nicht besonders glücklich, weil es jedes Mal Leute sind, die mir sehr nahe stehen. Mhm. Hast du dich mal irgendwie kundig gemacht? Hast du nach Leuten mal gesucht, die vielleicht ähnliche? Nein. Nein. Weil ich eigentlich, wie gesagt, eigentlich glaube ich nicht daran, aber ich muss den Tatsachen auch irgendwie ins Auge sehen. Das ist schon sehr merkwürdige Zufälle, wenn das so oft passiert. Mhm. Du würdest gerne mit jemandem, der vielleicht wirklich Ahnung davon hat, daran arbeiten? Ja, natürlich. Wenn ich jemanden kennen würde, der wirklich Ahnung davon hat oder dem das am besten auch selber so geht. Mhm. Also wir können gleich mal im Hintergrund ein bisschen forschen. Ja. Ich weiß aber nicht, wie aktuell das Moment ist. Das ist in Süddeutschland, ich glaube in Freiburg an der Universität, im Fachbereich Psychologie, eine Abteilung für Parapsychologie gab oder gibt. Sehr seriös. Nicht uninteressant. Und ich weiß, dass damals da sehr viele interessante Forschungen angestellt wurden, wo sich genau Leute zum Beispiel jetzt auch mit deiner Thematik hinwenden konnten und man das da eben auch wirklich auf fundierter wissenschaftlicher Basis beobachtet hat. Ja. Das ist kein Hokuspokus oder so. Nee, das ist genau nicht mein Problem. Das ist eigentlich immer Hokuspokus ist so. Mhm. Und das ist auch der Grund, so meine Freunde sagen halt auch so, ja, die wieder und die Hexe kommt und so. Aber die meinen das halt auch nicht so richtig ernst und die sehen das vielleicht auch nicht so und sind dann schon aber sehr erschrocken, wenn so eine Voraussage mal zutrifft. Dann stehen die schon ziemlich mit offen. Eigentlich müssen die Leute, die dir sehr nahe stehen, doch ein gewisses Mitgefühl entwickeln. Einige Leute, mit denen sowas schon passiert ist zum Beispiel, also wie gesagt, der Kollege, der diesen Motorradunfall vor 3 Wochen hatte, der hatte vorher schon mal so eine Warnung von mir bekommen, vor einem Jahr oder so. Und da ist ihm auch was passiert, aber auch zum Glück nur ein ganz leichter Unfall, aber auch innerhalb von einem Tag versetzt. Ja. Der hat beim zweiten Mal schon sehr aufgepasst. Trotzdem ist ihm was passiert, obwohl er geachtet hat. Und der. Aber immerhin, vielleicht hast du. Und guckt schon ganz schön mit großen Augen. Ja, also. Vielleicht hast du es ja geschafft. Vielleicht hast du ihm das Leben gerettet. Es ist was passiert, aber vielleicht wäre noch was viel Schlimmeres passiert, wenn er nicht aufgepasst hätte.
Möglicherweise, aber das ist mir fast schon wieder zu utopisch, um daran zu glauben. Naja, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht. Ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber. Andererseits denke ich, ich warne die Leute lieber einmal umsonst, als dass es nachher zu spät ist. So, Nicole, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an und machen uns ein bisschen schlau über die Dinge, die ich gerade erzählt habe. Ja, super, alles klar. Bekomme ich auch ein Autogramm? Ja, und dann kannst du gleich auch deine Adresse durchgeben. Das wäre super. Okay, alles Gute. Tschüss. So, mein Lieben, in der Technik war Annette Bastian und morgen heißt unser Thema Ich bin ausgebrannt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ein Burnout mal hatten, die extrem gestresst waren, beruflich oder seelisch und zusammengebrochen sind und mir darüber erzählen möchten. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht.